Hallo ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Video nennen werde. Soll ich es einfach nennen Januar, Lesemonat und Neuzugänge? Oder nenne ich es Lesemonat und Neuzugänge Januar? Aber ich finde es ja eigentlich ganz cool, wenn der Monat von ran steht und dann um was es geht. Ihr werdet es ja dann im Videotitel sehen, wie ich es im Endeffekt genannt habe. Auf jeden Fall gibt es heute den Lesemonat und die Neuzugänge vom Januar. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich dieses Jahr nicht allzu viele Bücher versuche zu kaufen, weil ich meinen Sub ja dieses Jahr primär, wie immer, abbauen möchte. Also ich sage jedes Jahr zum Anfang des Jahres, ich möchte meinen Sub abbauen. Aber dieses Jahr habe ich es mir wirklich fest vorgenommen. Und ich habe die Woche auch mal in die Neuerscheinungen so geguckt bis Juni. Und ich muss sagen, es waren nicht wirklich Bücher dabei, so neue Reihen, sage ich jetzt mal, die mich extrem angesprochen haben. Klar, bei den Liebesromanen, da waren einige dabei, aber das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das sind Liebesromane, die muss ich jetzt nicht zwingend kaufen. Ich habe so viele Liebesromane und auch Reihen angefangen, die ich erstmal zu Ende lesen möchte, dass das jetzt für mich keinen Vorrang hat. Aber gerade so im Jugendbuchbereich und im Jugendfantasybuchbereich habe ich nicht wirklich viel gefunden, was mich angesprochen hat. Das waren so ein, zwei Reihen, wo ich sage, ja, das klingt ganz interessant. Aber das sind halt auch keine Reihen, wo ich sage, ich muss diese unbedingt haben. Also die erste Reihe, die ich neu anfangen will zu lesen, die ich unbedingt haben muss, ist Sarah J. Maas im September mit Crescent City. Aber ansonsten habe ich nichts weiter gefunden, weswegen ich vielleicht dieses Jahr tatsächlich mal ein bisschen zum Reihenabbau komme. Lassen wir uns überraschen. Ja, ich habe im Januar zwei Bücher bekommen. Eins habe ich von meinem Schatzi geschenkt bekommen. Er hat mal wieder seine Payback-Punkte für mich eingelöst. Und eins habe ich vom Verlag bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen mit diesen zwei Neuzugängen an. Ich zeige die euch jetzt auch gleich. Das erste Buch, das kennt ihr ja schon aus meinem Weekly Reading, falls ihr das geguckt habt. Und zwar habe ich das Neunte Haus von Leigh Bardugo bekommen. Das ist ein Rezensionsexemplar. Ich habe es beim Verlag angefragt. Ich hatte ja irgendwie gesagt, ich möchte dieses Jahr keine Rezi-Exemplare anfragen, aber hier hatte der Verlag mich direkt angeschrieben und gefragt, ob ich das Buch nicht haben möchte. Und deswegen dachte ich dann so, ach ja, wenn sie mich schon so direkt fragen und ich hätte es ja eh gekauft und gelesen, dann kann ich es auch als Rezi-Exemplar annehmen. Und ja, ich habe das Schätzchen hier inzwischen auch gelesen. Meine Buchvorstellung dazu kommt dann am Dienstag online, also übermorgen. Deswegen werde ich jetzt hier zu diesem Buch auch nichts weiter sagen, aber mal ganz kurz, das habe ich in meiner Buchvorstellung nicht gesagt. Dieser Einband. Oh, Leute, diese Schlange, die hier drauf ist, die ist geprägt, die könnt ihr anfassen. Und für jeden haptischen Menschen da draußen ist das so, I love it. Ich möchte dieses Buch den ganzen Tag streichen, weil diese Schlange sich einfach so genial anfasst. Und generell finde ich das Cover richtig, richtig cool. Und ja, das Neunte Haus von Leigh Bardugo ist bei mir eingezogen. Und das Buch, was mein Männlein mir gekauft hat, ist True North, unser Traum von für immer, von Sarina Bauer. Das ist jetzt, glaube ich, der vorerst erstmal letzte Teil der True North-Reihe, der jetzt rauskommt. Und auch hier ist dieses True North geprägt. Man kann es streicheln und anfassen. Und ja, ich habe dieses Buch auch schon gelesen, allerdings jetzt erst im Februar. Und deswegen möchte ich dazu auch gar nicht so viel sagen. Ich kann nur sagen, ich liebe diese Reihe. Ich liebe jeden einzelnen Teil dieser Reihe und ich kann euch diese Reihe, wer wirklich Liebesgeschichten mit so ein bisschen Erotik mag, ich kann euch diese Reihe wirklich immer wieder nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe sie und auch dieses Buch hier hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen und ja. True North, unser Traum von für immer. I love it. In diesem Buch hier geht es um Skylar Copeland und Skylar kehrt nach 12 Jahren nach Vermont zurück, weil ihre Stiefschwester Hilfe braucht. Und deswegen hat sich Skylar überreden lassen, zurück nach Vermont zu fahren, um ihr zu helfen und dort ein Wochenende mit ihr zu verbringen. In Vermont angekommen, ist ihre Schwester allerdings nicht da. Und Skylar wurde sitzen gelassen und sie bekommt nur eine ominöse Nachricht von ihrer Schwester mit dem Hinweis, ja, wende dich bitte an Benito Rossi, er kann dir helfen, ich werde mich bei dir melden. Und darauf hat Skylar so überhaupt keinen Bock, denn Benito ist im Endeffekt der ausschlaggebende Grund, warum sie vor 12 Jahren denn eigentlich aus Vermont abgehauen ist. Und was mit Skylar und Benito dann am Ende passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich kann nur sagen, ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Und mehr sage ich jetzt nicht dazu, denn das Buch kommt ja dann im Lesemonat vom Februar nochmal mit rein. Ja, und das waren schon meine Neuzugänge aus Januar. Es waren halt nur diese zwei Bücher. Kommen wir zu den gelesenen Büchern im Januar. Ich habe im Januar insgesamt 5 Bücher gelesen. 5. Ja, doch, ich habe das andere erst im Februar jetzt beendet. Ja, genau. Also ich habe im Januar 5 Bücher beendet. Ich habe noch ein 6. Buch im Januar angefangen. Das habe ich allerdings jetzt erst
Anfang Februar beendet. Deswegen ist jetzt hier nicht mehr mit reinzählt, aber das habe ich im Januar angefangen und ich glaube am 2. Februar oder so beendet. Und wer mein Weekly Reading jetzt geschaut hat, schon das letzte, der weiß ja in etwa, was ich im Januar gelesen habe. Ich nehme jetzt einfach die Bücher, wie sie hier auf dem Stapel liegen. Ob die Reihenfolge jetzt so richtig ist, kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr sagen. Ich weiß nicht mehr, wann ich welches Buch im Januar gelesen habe. Ich nehme sie jetzt einfach so, wie sie kommen. Und ja, das erste Buch auf meinem Stapel ist Pandemonium von Lauren Oliver. Das ist der zweite Teil der Amor-Trilogie. Ich habe das Buch hier wieder mit Annika zusammen gelesen. Und ja, es ist der zweite Teil. Ich kann nicht wirklich viel dazu sagen, sonst werde ich euch spoilern. Auch wenn das eine sehr, sehr alte Reihe ist und ich davon ausgehen kann, dass viele das schon gelesen haben. Es gibt immer Leute, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, die es noch lesen möchten. Deswegen... ich werde hier zum Inhalt nichts weiter sagen. Ich kann nur sagen, dass der Aufbau dieser Geschichte ganz anders ist wie im ersten Teil. Denn hier haben wir Zeitsprünge drin von damals, heute und das nach jedem Kapitel. Und das hat mich beim Lesen echt genervt, weil man auch nicht weiß, wie lange damals her ist. Man kann sich am Ende so ein Bild machen als Leser und kann dann so spekulieren. Es könnten circa 4 Monate sein, es könnten 6 Monate sein, es könnten 8 Monate sein. Ein Jahr ist es nicht, nee, dafür ist die Lücke zu klein. Und es ist sehr, sehr schwierig gewesen, dass man halt nicht wirklich Zeitangaben hatte. Das hat es mir beim Lesen echt schwer gemacht, weil ich so ein Mensch bin, ich möchte immer gern alles verstehen und ich möchte es immer alles nachvollziehen können und das konnte ich in diesem Fall nicht und das hat mich einfach genervt. Deswegen, das für mich schon so ein Minuspunkt war beim Lesen, dieses damals, heute. Dann haben wir hier im zweiten Teil eine Dreiecksbeziehung, die wieder aufgemacht wurde und ich habe mich an Dreiecksbeziehungen sowas von überlesen. Jetzt darf man aber nicht vergessen, diese Reihe ist glaube ich 8 Jahre alt. 6 Jahre. Auf jeden Fall ist diese Reihe schon älter und damals war das ja gerade so im Trend mit diesen Dreiecksbeziehungen in Buchreihen. Ich glaube, es ist auch heute eigentlich noch im Trend bei Jugendbüchern, ne? Also ich glaube, es gibt kaum Jugendbücher, wo nicht irgendwie eine Dreiecksbeziehung kurz angedeutet wird oder kurz da ist oder was auch immer. Auf jeden Fall wendet sich hier das Blatt von unserer Protagonistin und wir haben hier dann eine Dreieckskiste, wo ich sagen muss, dass das Ende vom zweiten Teil, was diese Dreieckskiste betrifft, einfach nur so... das war so mein Eindruck am Ende vom zweiten Teil zu dieser Dreieckskiste und ich dachte mir so, okay, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, aber ansonsten von der Geschichte her, wie sich das Ganze entwickelt hat, war es schon okay, aber mich konnte das Buch nicht mehr ganz so begeistern wie der erste Teil. Ich habe den ersten Teil gelesen und habe gedacht, ja, das ist eine coole Geschichte, das ist ein cooler Ansatz der Geschichte, bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, aber durch dieses damals, heute und dadurch, dass man nicht genau wieder da angesetzt hat, wo man am Ende vom ersten Teil so aufhört. Es war so ein bisschen schwierig durch dieses Gehüpfe. Ich bin halt einfach kein Freund von Vor- und Zurückspringen in Geschichten. Ich mag das nicht. Und mir persönlich hätte es mehr gegeben, auch für die Charaktere und für die Entwicklung der Charaktere, wenn ich das einfach so am Stück gelesen hätte, wie es halt auch gewesen ist. Man kann ja dann einen Break machen und sagen, huch, okay, wir haben jetzt 6 Monate später. In diesen 6 Monaten ist in 2 Sätzen erklärt, dass das passiert. Und jetzt kommt die Geschichte. Aber immer dieses wieder zurück, oh, das ist so ein bisschen schwierig. Ich bin auf den dritten Teil gespannt, denn im dritten Teil liest man dann auch aus der Sicht nicht nur von Lena, weil wir haben hier ja immer nur noch die Sicht, also wir haben ja im ersten Teil die Sichtweise von Lena und hier im zweiten ist es auch nur die Sichtweise von Lena, aber im dritten Teil haben wir die Sichtweise von Lena und ihrer besten Freundin Hannah. Und Hannah kommt ja hier im zweiten Teil überhaupt nicht vor. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das im dritten Teil wieder aufgegriffen wird und wo die Geschichte, was Hannah betrifft, ansetzt. Also ja, ich verstehe halt nicht, wenn Autoren bei Reihen dann so eine Gemischelreihen machen. Warum können sie denn die Geschichte vom Stil her nicht einfach erzählen wie im ersten Teil? Warum muss man denn in einem zweiten Teil dann Sprünge reinmachen von damals heute? Und warum muss man im dritten Teil dann noch eine neue Ansicht von noch einem anderen Charakter reinbringen? Das macht man eigentlich nur, wenn der Hauptcharakter dann am Ende stirbt. Macht dann nur für mich in dem Sinne Sinn. Aber ja, gut, vielleicht stirbt sie am Ende. Ich weiß es nicht, aber ich finde das halt immer so ein bisschen schwierig. Und ich mag das halt auch immer nicht, wenn nicht der Stil und alles vom ersten Teil behalten wird. Weil ich lasse mich ja auf den ersten Teil ein. Und wenn mir dieses Buch gut gefällt, dann gefällt mir das Gesamtpaket. Und dann gefällt mir die Erzählweise, und dann gefällt mir der Stil, dann gefällt mir das Ganze drum und dran. Und wenn das dann halt im zweiten und im dritten Teil von der Reihe dann auf einmal geändert wird, fühle ich mich als Leser dann auch so ein bisschen so...
tja, jetzt lebt damit. Ich habe es halt einfach gemacht. Ich tue deine Ansprüche jetzt nicht mehr erfüllen, aber das ist mir egal. Ich mache das, was ich möchte. Was ja als Autor prinzipiell auch okay ist, aber ich persönlich fühle mich als Leser dann immer so ein bisschen so von Kopf gestoßen, weil ich mir denke, ach Mann, warum ist das jetzt so anders wie im ersten Teil? Ich finde das doof. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ja, ich finde das halt immer so ein bisschen schwierig, weil man tut sich ja als Leser auf eine Geschichte einlassen, man verliebt sich in diese Geschichte so, wie sie ist, und wenn dann halt im zweiten und dritten Teil alles so anders ist vom Aufbau her und alles, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Also ich kann nur sagen, Pandemonium hat mir vom Grundinhalt, was in dieser Geschichte alles passiert ist, jetzt mal abgesehen von diesem Gehüpfe, war es gut. Die Geschichte hat sich gut entwickelt. Ich bin gespannt, wie das jetzt im dritten Teil weitergeht, was im dritten Teil alles jetzt passieren wird. Man hat gemerkt beim Lesen definitiv, dass es ein Übergangsteil ist und dass definitiv dann noch was kommt am Ende, dass das hier kein Ende finden wird. Das war bei der Dicke des Buches einem von vornherein klar. Aber ja, es hat mir nicht so gut gefallen wie der erste Teil und ich bin jetzt sehr auf den dritten gespannt, wenn dann, wie gesagt, die Sichtweise von Hannah noch reinkommt. So, jetzt muss ich mich mal kurz ein bisschen umsetzen, weil irgendwie kann ich hier so auf Dauer nicht so auf meiner Couch sitzen. Ich sack dann immer so ein, so. Und dann werde ich immer kleiner im Bild. So, ich setze mich jetzt mal hier vorne auf die Kante. Da sitze ich, glaube ich, besser. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Ich habe dann noch im Januar gelesen Boston Nights von Samantha Young, Wahres Verlangen. Und ich muss sagen, ich war ja von den letzten beiden Büchern von Samantha Young, die ich gelesen hatte, ein bisschen enttäuscht gewesen. Gerade Game On, das dunkle Spiel oder wie das hieß, das hat mich sehr, sehr enttäuscht. Das war überhaupt nicht meine Geschichte. Ich habe die ganze Zeit auf dieses dunkle Spiel gewartet, was auf den letzten 20 Seiten irgendwann mal erwähnt wurde. Und ich fand das Buch, es war einfach nicht meins. Es war Samantha Young und deswegen habe ich es irgendwie schon gemocht. Aber Game On war nicht meins. Hieß das Game On? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie dieses hieß. Auf jeden Fall irgendwas mit dunkles Spiel. Und ja, das war nicht so meine Geschichte und war da so ein bisschen enttäuscht. Und dann hat man ja sehr, sehr lange von Samantha Young nichts gehört. Und ja, jetzt ist ja Samantha Young bei einem anderen Verlag. Sie war ja früher bei Ullstein. Und ja, jetzt ist sie beim HarperCollins Verlag, bei MTB. Wo ich finde, dass sie sehr, sehr gut hinpasst. Und für alle, die es interessiert, ihre Hartwell Love Stories, wo der erste und der zweite Teil bei Ullstein ja noch rausgekommen ist und übersetzt wurde. Der dritte Teil wird höchstwahrscheinlich auch übersetzt vom MTB Verlag und soll, glaube ich, wenn alles klappt, im Herbst erscheinen. Also alle, die die Hartwell Love Stories gelesen haben, den ersten und den zweiten Teil und total traurig waren, dass es nicht weiterging mit der Übersetzung, so wie ich, die verzweifelt waren, so wie ich, es wird der dritte Teil höchstwahrscheinlich übersetzt, wenn sich da jetzt nicht nochmal irgendwas ändert. Mir hatte eine Zuschauerin geschrieben und hatte mir das weitergeleitet. Sie hatte beim Verlag angefragt und der Verlag hat gesagt, ja, wenn alles klappt, übersetzen wir den dritten Teil und dann kommt der im Herbst raus. Und ich finde, das ist doch eine super Nachricht. Ich habe mich sehr gefreut, denn ich fand die Hartwell Love Stories haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den ersten Teil super. Ich fand den zweiten Teil, der war nicht so 100% meins. Der hat mir aber auch sehr gut gefallen. Und ja, ich freue mich aber, wenn es da auf jeden Fall weitergeht. Denn ihr wisst, ich und Englisch lesen, das funktioniert einfach nicht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn diese Reihe dann auch über MTB weiter übersetzt wird. Ja, kommen wir jetzt aber erstmal zu Boston Nights von Samantha Young. Ich war so ein bisschen skeptisch dann, wo ich das Buch gelesen hatte, da mir gerade, wie gesagt, dieses, ich glaube, das hieß irgendwas mit On. Play On hieß das, nicht Game On. Oh, Play On. Dunkles Spiel hieß das. Genau, so ist dieses Buch. Und da mich das ja so ein bisschen enttäuscht hatte und meine Ansprüche da ein bisschen so eingedämpft hat, ja, deswegen war ich auf dieses Buch auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich muss sagen, mir hat dieses Buch echt richtig gut gefallen. Es ist kitschig, es ist überzogen, es ist voller Stereotypen, es ist schmalzig, es ist voller Wortwechsel zwischen unseren beiden Charakteren. Sie mögen sich am Anfang nicht und aber trotzdem verspüren sie diese Anziehung zueinander und es ist so, ah, es war so voll meins. Es war einfach so voll meins. Und wie Caleb hier auch beschrieben wurde, ich mag keine blonden Männer, wirklich. Ich bin einfach, blonde Männer sind nicht mein Typ, weswegen Caleb bei mir wahrscheinlich auch immer eher so dunkelhaarig war beim Vorstellen. Aber wie er beschrieben wurde, war einfach ein Traum. Und Caleb ist so ein toller Charakter. Und ja, ich fand diese ganze Geschichte einfach richtig toll erzählt. Mir hat das Ganze super gut gefallen. In diesem Buch geht es um Ava oder Ava, je nachdem, wie man das jetzt aussprechen möchte. Auf jeden Fall hat sie die beschissenste Woche ihres Lebens hinter sich und möchte jetzt einfach nur nach Hause. Und ja, steht dann am Flughafen und wird dann dort von einem
ziemlich großen Kerl halb über den Haufen gerannt und er drängelt sich dann auch am Schalter noch vor und ja, sie führt dann noch eine hitzige Diskussion mit diesem Kerl und dieser Kerl ist Caleb und Caleb schnappt ihr den letzten Sitzplatz in der ersten Klasse weg. Ava denkt sich, okay, tief durchatmen, ich will einfach nur nach Hause, scheiß auf diesen arroganten Typen und dann, ja, kommt noch eine Situation, wo Caleb ihr quasi den Stinkefinger zeigt und sie sich einfach nur denkt so, Gott, lass diesen Tag einfach vorbei sein. Auf jeden Fall passieren dann noch zwei, drei andere Sachen und das Ende vom Lied ist, dass Ava und Caleb im Hotel am Flughafen stranden, weil ihr Flug abgesagt wird und ja, sie sitzen dann beide dort fest und treffen dann quasi beim Abendessen aufeinander und Caleb rettet Ava dann aus einer prekären Situation, sag ich mal, und die beiden fangen dann an, sich zu unterhalten und kommen sich näher und verbringen die Nacht miteinander und es ist für beide aber von vornherein klar, dass sie sich eigentlich nicht mögen, dass sie eigentlich nicht zusammenpassen, dass sie sich auch nach dieser Nacht nie wiedersehen werden und das ist für beide in Ordnung und ja, sie gehen dann getrennte Wege und ja, aufgrund von Verkettung von Ereignissen treffen die beiden dann wieder aufeinander und Caleb macht Ava einen Vorschlag. Und Ava weiß nicht so richtig, wie sie mit diesem Vorschlag umgehen soll und ja, was dann zwischen den beiden passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Und ja, wie ich gerade schon sagte, ich fand es sehr, sehr cool, dass die beiden sich am Anfang so überhaupt nicht mögen. Diese Wortduelle, die die beiden sich da am Anfang liefern, das hat mir sehr gut gefallen, weil man merkt halt einfach so diese Abneigung auf beiden Seiten und es ist dann einfach so schön zu lesen, wie beide sich verändern, wie beide so aufeinander zugehen, wie beide halt diese Zuneigung füreinander entwickeln und ja, man so ein bisschen hinter die Fassaden blicken kann von den beiden und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand Boston Nights wirklich richtig toll. Mich hat dieses Buch ultra gut unterhalten. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Es kommt jetzt bald, ich glaube März oder April, kommt noch ein Buch von Samantha Young raus und das werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Boston Nights hat mir wieder Mut gemacht, mich auf Samantha Young Bücher zu freuen, nachdem, wie gesagt, Play On da so ein bisschen so einen Dämpfer reingebracht hat. Ja, freue ich mich auf jeden Fall auf das nächste Buch und ich kann euch Boston Nights wirklich nur empfehlen, wenn ihr kitschige, schmalzige, überzogene, stereotypische Liebesgeschichten mögt, die auch ein bisschen lustig sind, dann schaut euch Boston Nights auf jeden Fall an. Ich kann es euch nur empfehlen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich im Januar noch gelesen Only With You von Geneva Lee. Du bist mein größtes Glück. Das ist der dritte und auch letzte Teil der Girls in Love-Reihe. Girls in Love heißt die Reihe. Und ja, das ist der dritte und letzte Teil. Der erste Teil ist, hier wartet, ich zeig's euch, Forever With You und With or Without You. Die sind die beiden. Und den ersten Teil, den fand ich ja großartig. Der zweite hat mich ja dann eher enttäuscht. Der war nicht so, das war auch eine süße Geschichte. Aber der konnte mich leider nicht wirklich so überzeugen. Und ja, ich war dann sehr gespannt auf den dritten Teil, ob er wieder mehr so wie der erste wird oder mehr so wie der zweite. Ja, was soll ich sagen? Mir hat der zweite Teil wieder sehr gut gefallen. Ich fand ihn definitiv besser wie den zweiten, aber nicht so gut wie den ersten. Ich glaube, an den ersten Teil von dieser Reihe kommt halt nichts ran, alleine wegen dieser Thematik mit der Hauptprotagonistin und dieser Krankheit, die sie hat. Das ist halt einfach schon sehr herzzerreißend und ja, da kommt man einfach nicht gegen an, ne? Deswegen, also der dritte Teil steht für mich auf Platz 2, der erste auf 1 und der zweite auf 3. In diesem Buch geht es um Cassie. Und Cassie ist quasi eine der besten Freundinnen von Jill aus dem ersten Teil und von Jessica aus dem zweiten Teil. Und ja, die drei sind ja so beste Freundinnen und zusammen aufs College gegangen. Und die College-Zeit neigt sich jetzt so langsam dem Ende. Und Cassie möchte quasi ein Praktikum über den Sommer machen in einer aufstrebenden Firma. Sie hat sich schon vor sehr, sehr langer Zeit dafür beworben und ist auch angenommen worden. Und ja, jetzt ist es Zeit, dieses Praktikum anzutreten. Aber am allerersten Tag ihres Praktikums trifft sie auf ihren Ex-Freund Tyler hieß er, glaube ich. Ich glaube, er hieß Tyler. Und ja, Cassie fragt sich, was das soll, was Tyler da will. Und es stellt sich dann heraus, dass er hinter ihrem Rücken sich ebenfalls für dieses Praktikum beworben hat. Und das findet Cassie gar nicht so toll und schnauzt Tyler dann in der Lobby von ihrer neuen Firma quasi an und gibt ihm da ordentlich Feuer. Und ja, in dem Moment kommt ihr neuer Chef ums Eck, Gavin. Und das ist natürlich nicht so toll, das macht natürlich auch nicht so einen guten ersten Eindruck auf seinen Chef, wenn man da verbal den anderen Praktikanten attackiert, was für Gründe das auch immer haben mag. Und ja, das lässt Cassie dann erstmal in einem nicht so guten Licht dastehen und sie denkt sich so und so, scheiße, mein Praktikum ist gelaufen. Toll, ich habe Tyler an der Backe, mein Chef denkt sonst was von mir und
Herzlichen Glückwunsch. Und ja, das Praktikum verläuft dann auch erstmal nicht so gut, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber mit der Zeit merkt Cassie, dass Gavin keine Vorurteile gegenüber ihr hat, so wie sie am Anfang angenommen hat. Er gibt ihr eine faire Chance, sich gegen Tyler zu behaupten. Und ja, dann müssen Tyler und Cassie zeigen, was sie können. Sie müssen beide an einem Projekt arbeiten und beide quasi ihre eigenen Vorstellungen dazu präsentieren und ermitteln. Und ja, das macht Cassie dann auch. Und was halt im Laufe dieser Geschichte alles passiert, was mit ihrem Projekt ist und was mit Gavin ist. Das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Und ja, was soll ich sagen? Mir hat das Buch gut gefallen. Ich fand, Cassie ist eine coole Protagonistin gewesen. Und ich fand auch Gavin ganz toll. Er war am Anfang so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Man hat am Anfang gedacht, ja, das ist jetzt so dieses typische Klischee. Und er ist halt so der Bad Boy als Chef und so, aber nein, ist er gar nicht. Das wurde am Anfang so die ersten paar Kapitel so vermittelt, aber man merkt halt ganz, ganz schnell, dass Gavin eigentlich ein ganz anderer Charakter ist und dass er ganz andere Züge hat und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich fand die Geschichte zwischen Gavin und Cassie wirklich toll. Sie ist super erzählt, ist eine super süße Liebesgeschichte. Wie gesagt, sie ist auch überzogen und schmalzig und unrecht. So, und da war auch mal wieder der Akku leer. Ich weiß jetzt nicht, bis wohin es aufgenommen hat. Ich glaube, ich hatte gerade gesagt, dass es voller Stereotypen ist und Kitsch und total überzogen ist und unrealistisch. Wie halt solche Bücher immer sind. Aber es ist eine zuckersüße Liebesgeschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, ich mochte Cassie als Protagonistin. Ich fand Gavin wirklich ganz, ganz toll. Und ja, was soll ich euch dazu sagen? Super süße Liebesgeschichte. Ich kann sie euch empfehlen. Schaut sie euch an. Und ja, ich finde das Cover auch wirklich richtig cool. Ich mag die Cover von allen drei Büchern, weil ja, das halt mit diesen Blumen und diesen Menschen, ich mag das einfach, das spricht mich total an. Und ja, ich habe damit übrigens eine Buchreihe beendet, wollte ich nur mal sagen. Ich habe mir das noch gar nicht aufgeschrieben, dass ich diese Reihe beendet habe, fällt mir gerade ein. Das ist dann wieder sowas, was mir dann im Jahresdings, wenn ich so durchgucke, durchflutscht. Weil ich das dann wieder nicht auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall ist das rein theoretisch die erste Reihe, die ich dieses Jahr beendet habe. Dann habe ich noch gelesen Maybe This Christmas. Und eigentlich ist das die erste Reihe, die ich dieses Jahr beendet habe. Weil es sind offiziell, glaube ich, drei Teile. Ich zähle jetzt hier einfach mal die Novellen nicht mit. Also es gibt drei Hauptteile zu dieser Reihe. Kommt da noch eine vierte? Kommt da noch ein vierter Teil zu dieser Reihe? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es sind nur drei Teile zur Colorado Ice Reihe. Auf jeden Fall, wenn das hier nur drei Teile sind, dann wäre das die erste Reihe, die ich dieses Jahr beendet habe. Dann hätte ich ja dieses Jahr sogar schon zwei Reihen beendet. Ich weiß es nicht, ich muss dann mal recherchieren und gucken, aber rein theoretisch habe ich die und die andere Reihe von gerade eben beendet. Wenn da nicht noch was kommt, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich Maybe This Christmas gelesen von Jennifer Snow. Das ist, wie gesagt, der dritte Teil dieser Reihe. Es geht in dieser Reihe um die drei Westmore-Brüder. Hier geht es jetzt um den jüngsten der Brüder. Und das ist das falsche Buch, sehe ich gerade. Wartet mal. Ich erzähle euch was von Maybe This Christmas und halte euch Maybe This Love in die Kamera. Bin mir mal ein Brot. So, auf jeden Fall, das ist jetzt das richtige Buch, Maybe This Christmas. Und in diesem Buch geht es um Emma und um Asher. Und Asher ist der jüngste dieser drei Brüder. Und Emma und Asher sind schon immer beste Freunde. Und ja, vor einigen Jahren haben beide festgestellt, dass da irgendwie mehr zwischen ihnen ist. Aber Asher wollte halt aufgrund seiner Karriere keine feste Beziehung. Und für Emma war das immer okay und die beiden haben halt quasi so eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen angefangen. Aber jetzt ist Emma an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie sagt, okay, da muss was passieren. Und entweder wir machen da jetzt was richtig Festes draus oder wir lassen es halt bleiben und jeder geht seine Wege. Und das ist für Emma gar nicht leicht, denn sie hat sich natürlich in Asher unglaublich verliebt und sie weiß halt nicht, wie seine Gefühle so ihr gegenüber sind. Und ja, darum geht es in diesem Buch im Endeffekt auch schon. Man versucht herauszufinden, was mit Emma und Asher im Endeffekt passiert, ob die Freundschaft der beiden das übersteht, was er halt will oder halt auch nicht. Und ja, mehr kann ich zu dieser Geschichte auch ehrlich gesagt nicht sagen, weil das ist wirklich schon das große Ganze. Und ich muss auch sagen, dass das hier definitiv der schwächste Teil der Reihe für mich gewesen ist. Ich war ein bisschen enttäuscht über diese Geschichte, denn ich weiß nicht, es ist nicht so ultra viel passiert. Also es gibt natürlich diesen Ansatz, dass Emma halt, wie gesagt, in einem Punkt in ihrem Leben ist, wo sie sagt, hey, es muss jetzt was passieren, ich bin so und so alt und ich möchte mein Leben jetzt hier nicht weiter mit so einer Freundschaft mit gewissen Vorzügen verschwenden. Aber es passiert halt einfach nicht sehr viel in diesem Buch und die Liebesgeschichte entwickelt sich dann und dann gibt es am Ende einfach sowas von einem unnötigen Drama. Wirklich, das ist einfach so unnötig und das
hat mich so genervt am Ende, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, hey, man hätte das auch so einfach lösen können, dass die beiden miteinander gleich reden, aber dann wäre dieses Buch wahrscheinlich noch 50 Seiten dünner gewesen. Deswegen wurde dieses künstliche Drama erzeugt und das hat mich am Ende so genervt, weil das fand ich echt extrem unrealistisch, weil jeder normale erwachsene Mensch in diesem Alter hätte miteinander gesprochen und nicht so reagiert, wie Emma reagiert hätte. Und das fand ich halt so ein bisschen schwierig und das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Und ja, das hat die Geschichte für mich so ein bisschen gedämpft, sag ich mal. Also es ist eine süße Liebesgeschichte, aber es hat mich jetzt nicht wirklich umgehauen. Aber es ist jetzt keine Geschichte, wo ich sage, oh mein Gott, die begeistert mich extrem, ihr müsst es unbedingt lesen. So ist es nicht. Also wenn ihr diese Reihe gelesen habt, dann finde ich, gehört diese Geschichte dazu. Einfach, weil man ja auch so ein bisschen angeteasert wird in den ersten beiden Teilen. Und man möchte ja schon wissen, was mit Emma und Asher ist. Aber ja, jetzt einfach so, würde ich sagen, braucht ihr das Buch nicht lesen. Da ist es einfach eine süße Geschichte, aber es ist jetzt nichts, was man wirklich gelesen haben muss. Und ja, deswegen würde ich euch Maybe This Christmas nicht zwingend als Leseempfehlung geben. Es ist eine süße Geschichte, aber mehr halt auch nicht. Und wie gesagt, für mich definitiv der schwächste Teil der Reihe. Ich fand, glaube ich, den zweiten am besten mit Ben und Olivia, weil die auch einfach sich am Anfang so überhaupt nicht abkonnten und es einfach auch so süß war, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Aber der erste Teil war halt auch schon schön. Ich weiß es nicht. Aber ja, der dritte war halt leider einfach sehr, sehr schwach. Hallo! Ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz in das Video einhaken, denn ich habe etwas vergessen. Ich habe noch ein Buch gelesen im Januar und zwar das hier, Wild von Sophie Jordan. Und ich habe das eben vergessen, in meinem Lesemonat mit rauszusuchen. Ich weiß nicht warum, ich habe es einfach übersehen. Es steht mit auf meiner Liste drauf, aber ich habe es einfach übersehen. Und deswegen dachte ich mir, ich schneide das jetzt hier schnell in das Video rein, damit wir das Buch nicht wieder vergessen. Und ja, also ich habe Wild gelesen von Sophie Jordan. Ich muss allerdings sagen, dass das Buch so, ja, es war ganz nett, aber es war jetzt keine Geschichte, die mich extrem umgehauen hat. Ich fand es sehr vorhersehbar, ich fand es sehr stereotypisch, sehr kitschig, sehr überzogen, wie alle anderen auch. Es ist eine süße, niedliche Liebesgeschichte, aber es ist jetzt halt kein Buch, wo ich sage, es ist extrem gut, es hat mich sehr begeistert oder irgendwas. Also es ist eine süße Liebesgeschichte, aber mehr halt auch einfach nicht. Ich werde jetzt auch die weiteren Teile dieser Reihe hier nicht lesen. Also das Buch hat mich jetzt nicht dazu animiert, hier weiterzulesen oder die ersten Bände zu lesen, weil das hier ja der dritte Teil ist, aber ja, es ist eine süße Liebesgeschichte, aber mehr halt auch nicht. Ich wollte nur, dass ihr wisst, dass ich dieses Buch im Januar auch noch gelesen habe. Ich habe das total vergessen. Und ja, wenn ich dieses Buch schon vergessen habe, ist das ja mal nicht gut für das Buch. Deswegen die Info an euch, ich habe Wild gelesen von Sophie Jordan, aber es konnte mich jetzt nicht so gut begeistern. Es geht hier um, oh Gott, wie hieß sie noch gleich, Georgia und um Logan. Und Georgia hatte eine langjährige Beziehung zu ihrem Highschool-Freund und der hat jetzt mit ihr Schluss gemacht und hat gesagt, sie ist langweilig und sie ist so spießig. Und ja, Georgia möchte jetzt etwas erleben und beschließt, mit ihrer Mitbewohnerin in einen Sexclub zu gehen für Studenten. Und in diesem Sexclub trifft sie auf Logan. Und Logan ist der kleine Bruder, der noch auf die Highschool geht im Abschlussjahr, von ihrer besten Freundin den Freund. Es ist sehr schwierig. Aber auf jeden Fall ist, ja, kennt sie Logan und sie findet Logan übelst attraktiv und er sieht gut aus und naja, wie das halt immer so ist. Und ja, Logan befördert sie dann aber hinaus aus diesem Sexclub und sagt, hier Georgia, komm, geh, das ist nichts für dich. Du bist doch so ein gut bürgerliches Mädchen und geh mal, das ist nicht gut, was du hier machst. Und ja, das Ende vom Lied ist, die beiden küssen sich und beide finden, dass dieser Kuss etwas ganz Besonderes war. Und ja, Logan möchte wissen, wohin das genau führt und ja, was halt mit den beiden dann ist. Das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Wie gesagt, süße Liebesgeschichte. Hat mich jetzt aber nicht so sehr begeistern können, dass ich hier die weiteren Teile noch lesen werde. Das wollte ich an dieser Stelle noch einhaken, dass wir nicht wieder ein Buch vergessen. Und ja, jetzt geht es weiter mit dem eigentlichen Video und ja, bis dann. Damit kommen wir zu meinem letzten Buch aus dem Januar und zu meinem ersten Buch, was ich 2020 gelesen habe. Und das war Kissed von Jennifer L. Armentrout. Das ist der vierte Teil der Wicked-Reihe. Es ist aber eigentlich ein Sequel. Also es hat mit der eigentlichen Reihe schon noch zu tun, aber es gibt halt andere Hauptcharaktere. Denn es geht hier um Brighton und Brighton kennt man schon aus den ersten drei Teilen. Und ich kann euch hier zum Inhalt nicht wirklich viel sagen, weil ich euch sonst komplett auf die Wicked-Reihe spoilern würde. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte euch nicht spoilern. Ich kann nur so viel sagen, dass dieses Buch mit einem mega fiesen Cliffhanger endet,
wo ich aber schon dachte, dass exakt dieser Cliffhanger kommen wird. Also jeder, der schon einige Jennifer Armentrout Bücher gelesen hat und bei Büchern halt auch mitdenkt und halt nachdenkt, was es sein könnte, weiß, was dieser Cliffhanger hier am Ende ist. Und ja, für mich kam der deswegen jetzt nicht so überraschend, aber es ist trotzdem ein Cliffhanger und man möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Und man denkt sich so, ich will wissen, was jetzt passiert. Und ja, ich bin sehr auf die Fortsetzung gespannt und ich freue mich da auch schon ultra doll drauf. Zum Inhalt kann ich euch nichts sagen, aber ich kann euch sagen, dass ich die Story ultra gut fand. Mir hat diese Geschichte ein Tacken sogar noch besser gefallen wie Wicked. Wie die eigentliche Wicked-Reihe. Also ich fand diese Geschichte noch ein bisschen besser wie die eigentliche Wicked-Reihe. Ganz einfach, ich fand Brighton einfach so toll. Und ich fand den Love Interest in diesem Buch einfach so toll. Es war einfach eine so tolle Geschichte. Ich fand die Geschichte gut, ich fand die Charaktere toll. Es kommt hier auch wieder Tink mit drin vor. Ich liebe Tink. Tink ist best, wirklich. Und ja, es war einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte mit tollen Charakteren. Das Setting war wieder unglaublich gut. Wir befinden uns hier immer noch in New Orleans und ich finde New Orleans vom Setting her ja mega, ne? Also wie man sich das also vorstellt und wie das halt auch alles beschrieben ist, gefällt mir das ultra gut. Und auch vom Schreibstil. Es ist Jennifer Armentrout, was soll ich sagen? On point, ne? Spannend, witzig, überzogen, stereotypisch, actiongeladen, sarkastisch, ohne Ende. Ich liebe es einfach. Also ich, wie gesagt, fand Kissed definitiv noch ein bisschen besser wie die Wicked-Reihe an sich. Und da meine ich alle drei Teile. Und ja, bin schon sehr, sehr gespannt auf The Queen. Das ist die Fortsetzung hierzu. Und The Queen wird voraussichtlich im Herbst erscheinen. Da gab es ja erst dieses Drama, dass der Verlag gesagt hat, hey, wir übersetzen die Reihe nicht weiter, weil wahrscheinlich wieder irgendein Praktikant das geschrieben hat. Und dann hieß es, halt, stopp, natürlich übersetzen wir die Reihe. Warum sollten wir sie nicht übersetzen? Das haben wir nie gesagt. Wir haben nie gesagt, dass wir diese Reihe nicht weiter übersetzen. Ist nur doof, wenn einige Blogger die E-Mail als Nachweis haben, dass sie es gesagt haben. Naja, auf jeden Fall, um diesen ganzen Drama ein Ende zu bereiten, The Queen wird übersetzt. Das kommt voraussichtlich im Herbst raus und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, denn ich möchte unbedingt wissen, wie es hier weitergeht. Oh mein Gott, dieses Buch war so gut. Es war einfach so verdammt gut, Leute, lest die Wicked-Reihe und danach lest Kissed. Also es ist wirklich wichtig, lest erst die Wicked-Reihe, damit ihr diese ganzen Zusammenhänge versteht, damit ihr versteht auch, was Brighton betrifft und ihre Vergangenheit betrifft, damit ihr das nachvollziehen könnt, was da alles passiert und was da alles noch dranhängt. Ich finde, wenn man jetzt Wicked nicht gelesen hat, sind einige Sachen sehr schwer nachzuvollziehen. Man kann vieles nicht so gut nachempfinden. Und ja, deswegen lest auf jeden Fall Wicked und danach lest Kissed. Kissed ist einfach so unglaublich gut, es ist eine so tolle Geschichte, mir hat sie so gut gefallen und dieses Buch ist relativ dick und ich dachte so beim Lesen so, mal gucken, wie lange ich brauche. Ich habe 2 Abende gebraucht. Ich habe 2 Nachmittage, glaube ich, an diesem Buch gelesen oder 3. Also nicht lange. Also ich habe wirklich dieses Buch sehr, sehr schnell gelesen und ja, ich fand die Geschichte einfach großartig. Lest sie, schaut sie euch an. Wie gesagt, ich kann nicht viel zum Inhalt sagen, weil ich euch sonst spoilern würde auf Wicked und das möchte ich nicht. Ich kann nur sagen, dass es hier um Brighton geht und wir Brighton in der Wicked-Reihe kennenlernen und ja, ich mag das Buch. Schaut es euch an. Einfach so unglaublich gut. Und ich möchte gern ausrasten, wenn ich über dieses Buch spreche, weil es einfach so toll ist, aber ich möchte niemanden spoilern, deswegen sage ich jetzt nichts weiter. Und oh mein Gott, das ist einfach so unglaublich gut. Wirklich, Leute, lest Wicked und danach Kissed. Wenn ihr sagt, okay, wenn Kissed besser ist als Wicked, dann lese ich halt einfach nur Kissed, dann ist das auch okay. Aber wie gesagt, dann kann es halt sein, dass ihr einige Sachen nicht verstehen werdet, da es ja das Sequel zur Reihe ist. Und Jennifer Armentrout, I love it. I love it, I love it. Ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt, im Februar ist ja jetzt von Jennifer Armentrout das Schattenglanz, heißt es Schattenglanz? Auf jeden Fall auch ein Sequel zur Obsidian-Reihe, ist ja von HarperCollins Verlag noch rausgekommen. Ich habe es mir noch nicht gekauft. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich werde es, glaube ich, nächsten Monat mitlesen, weil ich möchte mir Jennifer Armentrout Bücher einteilen. Und ich muss mir das in regelmäßigen Abständen irgendwie geben, diese Bücher. Ich kann da jetzt nicht alles mit einmal weglesen und dann habe ich eine Zeitspanne X, wo ich gar nichts mehr habe. Das geht nicht. Ich muss mir diese Bücher einteilen, weil es ist meine Queen. Jennifer Armentrout ist meine Queen. Das ist eine absolute Lieblingsautorin für alle, die es noch nicht wissen. Ich glaube, ich habe es schon 150 Mal gesagt, aber sie ist halt einfach wirklich meine Queen und trifft 1000% meinen Geschmack und deswegen. Lest Kissed, es ist einfach so gut.
So, und ja, das war auch schon mein Lesemonat und meine Neuzugänge vom Januar. Wie gesagt, so viel ist es jetzt im Endeffekt nicht. Dieses Video ist trotzdem extrem lang. Ihr wisst, ich rede gern und viel. Ja, was habt ihr denn so im Januar gelesen und was ist bei euch denn im Januar so eingezogen? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Und falls ihr eins von diesen Büchern, die ich gelesen habe, auch gelesen habt, schreibt mir eure Meinung auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wie gesagt, am Dienstag kommt die Buchvorstellung zum 9. Haus online und ja, lasst euch überraschen, wie mir das Buch gefallen hat und mehr sage ich jetzt an dieser Stelle nicht. Kommt gut in die neue Woche und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss!